Und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Re: Chain of Memory. Wir haben im letzten Part ein paar nützliche Informationen von Leon bekommen. Und ja, theoretisch können wir jetzt Sturmlauf und so einen Schmarrn machen. Oh, was ist das Rote? Was ist das? Eiskarte halten. Und ich möchte den jetzt hier gerne fertig machen, weil... Na komm, können wir mal mit dem Kampf in den Part starten. So, testen wir mal aus. Oh, der Wert ist zu hoch. Wie aktiviere ich das nochmal? So, wann wir sehen. Achso, nochmal ein Dreieck, wa? Na okay, ist jetzt hier... Gegen Schattenlosche denke ich mal noch nicht so ein Vorteil. Aber wir können ja mal Simba rufen. Und jetzt können wir auch schon Eis dahinter machen, aber Eis hat nicht mehr geklappt. Warum man nicht einfach via Steuerkreuz gemacht hat, dass man da die Karten switchen kann? Das wäre natürlich nicht schlecht gewesen, oder? Dösende Dunkelheit halten. Okay, komm, gehen wir erstmal weiter, oder? Können wir hier nochmal gucken. Können wir auch noch eine kleine Kärtchen. Nochmal Eis. 3 oder höher. Ah, komm, hier das. Und das. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht schon wieder so viel vorlesen, weil man merkt es vielleicht, ich bin nicht so prickelnd in Synchronisieren. Und ja. Aries, hast du mich etwa auch vergessen? Sollte ich sagen, schön dich kennenzulernen oder schön dich wiederzusehen. Ich denke nicht, dass ich dich kenne, aber ich fühle, du gehörst hierher. Ja, genau. Wir kennen uns zwar nicht, dennoch ist mir dein Name so vertraut. Aber natürlich kennen wir uns. Wir haben als Team die Heereslosen besiegt. Ich fühle, dass das stimmt, aber ich erinnere mich nicht. Dann weißt du auch sicherlich, dass ich mehr... Sicherlich nicht mehr, was du mir gesagt hast. In Holobestin, als ich die Schlüssel doch versiegelt habe. Auch wenn wir uns nicht wiedersehen, vergessen wir nie einander. Du erinnerst dich also. Er hat recht, Leon. Ich erinnere mich auch, dass du das gesagt hast. Dann ist das also doch kein bloßer Zufall. Ich glaube nicht, dass ich mich noch daran erinnere, aber irgendwie... Eben doch, vielleicht übernimmt ja sowas jetzt das Erinnern für uns. Mein Herz? Du laberst. Wir kennen dich nicht so, aber dein Herz ist voller Erinnerungen an unser Zusammensein. Diese Erinnerungen müssen auch in unsere Herzen sein. Sie verraten uns wohl, was wir sonst nicht wüssten. Du meinst also, dass Soras Erinnerungen die unseren beeinflussen? Seine Erinnerungen scheinen eine gewisse Macht zu besitzen. Dann hat der Typ ja doch recht. Diese Stadt muss eine Illusion sein, ein Produkt meiner Erinnerung. Und befindet sich in der Stadt vielleicht jemand Besonderes? Jetzt verstehe ich, du weißt was. Du weißt das, wenn meine Erinnerungen in deinem Herzen widerhalten. Wie auch immer, ein Freund von mir ist irgendwo in dieser Stadt, im Schloss des Entfallens. Schloss des Entfallens? Was ist das? Hier gibt's keine Schlösser. So meine ich das nicht. So hat sich noch... Hat sicher noch einige Fragen zu klären, stimmt's? Stimmt, schließlich sind wir ja gerade erst angekommen. Kann nicht schaden, sich umzusehen. Dann sieh doch mal, was hier in der Stadt... Dann sieh doch mal etwas in der Stadt um. Hier gibt's zwei Herzlose, aber das ist ja kein Problem für dich. Du weißt, wie ich kämpfe. Ich kann kämpfen. Ich erinnere mich zwar nicht wirklich, aber langsam glaube ich dir. Lassen wir es dabei. Oha. Schlüssel des Seins erhalten. Jetzt können wir auch schon direkt zum der anderen Tür gehen, die wir auch schon mal ausgelassen haben. Also mal wieder bei Gegnern. Möchte ich gleich mal so ein bisschen ausnutzen. Sind da zum Glück nicht viele. Yeah.
Da hinten sind XP. Courage. Courage, ja, komm. Mach die Male platt. Oh, jetzt kommen hier aber noch einige mehr. Komm, hier setzen wir schnell das ein und dann können wir hier auch schon direkt weiterlaufen. Jetzt sollen wir hier mal ein bisschen mehr Erfahrungspunkte zu bekommen. Aber die nächste Stufe ist allerdings auch noch ein bisschen hin. Jetzt muss ich mich doch noch laden. So, komm mal her. Das war's schon. Raum der Begegnung haben wir mal wieder erhalten. So, gehen wir weiter. Hier haben wir die Sache eigentlich auch schon so weit geregelt, oder? Ach so, stimmt, das war nur zum Werfen. Naja. Ist hier oben eigentlich wieder eine Tür? Das würde mich jetzt mal interessieren. Laut Karte würde ich ja sagen, nein. Und so sieht es auch nicht nach einer Tür aus. Das ist eine Nuller-Karte. Ich hoffe, die wird jetzt nicht gestochen. Ist halt immer doof bei Karten, die so lange brauchen, bis sie aktiviert werden. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja nicht mal mehr. Richtig, das wollte ich so haben, dass ich nicht mal mehr aufhören muss. Anhaltende Betäubung. Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie dösendes Nickerchen und so. Ah, gehen wir mal weiter. Die erste Karte haben wir ja schon aktiviert. Dann können wir gleich hier die nächste aktivieren. Schwupp. Schon ist die Tür offen. Und weiter geht's. Und da taucht Sid auf. Sieh mal eine an, da ist der Sora. Moment, was rede ich denn da? Ich kenne dich doch gar nicht. Aber du siehst aus wie ein Sora. Mit den zottligen Haaren und den Schlabberhosen. Schon in Ordnung, Sid. So heiß ich. Du hast schon von mir gehört. Das überrascht mich jetzt nicht. Nun ja, vielleicht kannst du mir ja helfen. Ein Freund von mir hält sich irgendwo hier im Schloss auf, in der Stadt auf. Irgendwelche Ideen? Mein Freund, nichts als Herzlose hier. Man kann keine zwei Schritte tun, ohne angegriffen zu werden. Am Platz ist es am schlimmsten. Das heißt, ein gigantischer Herzloser erscheint, wenn die Glocken ertönt. Wenn du deine Haut retten willst, dann hau ab, solange es noch geht. Naja. Vielleicht hat er ja recht. Wollt ihr diesen Herzlosen denn nicht sehen? Wollen wir nicht. Zu spät. Die Glocke. Sora, pass auf. Naja, komm, wir wissen alle, wer das ist. Wer Kingdom Hearts 1 kennt, weiß, wer hier rauskommt. Oh, dann geht's auch schon los. Na, mal gucken. Erster Bossfight. Wir haben noch nicht so viele Spezialmanöver, dass ich jetzt darauf loshämmern möchte, wie so ein Kloppy mit Spezialmanövern. Ich werde bei meinen X-Angriffen bleiben. Und schauen wir mal, ob wir den besiegen oder eher nicht. Wollte ich gar nicht. Ich wollte das hier einsetzen. Und jetzt kommt mal Simba zur Verstärkung. Ja, was kann denn Goofy jetzt hier? Das wäre ja schon mal schön. Ja, da haben wir auch schon. Was macht das denn? Aua.
Jetzt können wir erstmal hier ein bisschen draufhauen. Können wir auch gleich wieder Simba rufen. Wobei man sehen sollte, dass Simba hier nicht so der Burner ist. Jetzt muss ich hier schon wieder laden, weil er meine Karten unterbrochen hat. Ein bisschen ausweichen. Komm, ich visiere den mal so ein bisschen an. Kann ja an sich nicht schaden. Jetzt habe ich einfach mal alle Karten verschwendet, ich Depp. Komm, rutsch mal ein Stück und... Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ihr seht, das dauert mit einer Zeit immer länger. So eine schöne Trio-Technik, das ist... jetzt glaube ich fast genau das Richtige, was ich hier brauche. Courage, ja. Das Interessante finde ich hierbei eigentlich immer, dass man ja... komm, hier, mach mal was. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, ich kann jetzt hier mit... dann gleich ein bisschen aufladen. So, das war's mit dem ersten Kampf. Der war jetzt eine leichte Herausforderung. Nicht wirklich. Also er war jetzt nicht so easy wie alle anderen Gegner, merkt man vielleicht. Aber er war jetzt auch nicht so der Burner. Stufenaufstieg. Panzerrüstung erhalten. Und Sora grinst sich hinab. So, jetzt ist natürlich die Frage, was erhöhen wir erstmal? Maximum KP braucht man nicht. Spezialmanöver können wir derzeit nicht. Ja, machen wir doch erstmal... ich weiß nicht, ob wir das brauchen oder nicht, um ehrlich zu sein. Ich denke aber vielleicht, dass wir erstmal unsere KLP ein bisschen hoch machen und dann gucken wir mal nach, wie das aussieht mit den... mit dem KP. Ein Freund war also nicht hier? Nein, ich glaube nicht, dass wir ihn in dieser Stadt finden. Aber er ist irgendwo hier im Schloss des Entfallens, das weiß ich. Schloss? Schloss, als wäre diese ganze Stadt im Inneren eines riesigen Schlosses. Ich lache mich tot. Aber ich glaube, er hat recht. Achso, nee, ich glaube, er hat recht. Zit, auch wenn wir das nicht begreifen, für Sora ist es glasklar. Er sieht die Realität, die über uns hin, über unsere Welt hinausgeht. Wär ich mir bloß sicher. Du schaffst das schon. So, egal welche Gestalt die Realität annimmt, du kriegst das hin. Ich mag mich nicht erinnern, aber mein Herz kennt dich. Leon. Pass auf, gut auf, Sora. Ich bin etwas verwirrt, aber trotzdem viel Glück. Ja, beim letzten Mal habt ihr mir noch ein bisschen Geld und so gegeben, könntet ihr ja wieder tun. Ich glaube, Geld brauche ich in diesem Spiel gar nicht so extrem. Oder? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Was gibt's? Ich habe zwar keine Antwort auf das alles, aber ich muss dir etwas sagen. Die Erinnerungen haben diese Stadt erschaffen. Das hat derjenige gesagt, von dem ich die Karte habe. Wenn das stimmt, dann ist diese Stadt hier nur ein Hirngespinst, genau wie wir. Aber du bist kein Hirngespinst, du stehst doch hier vor mir und die Stadt ist auch da. Aber ich bin nicht... Ich erinnere mich nicht, obwohl ich es sollte. Und ich spüre, was ich nicht spüren kann. Sora, hüte deine Erinnerung. Auf deiner bevorstehenden Reise wirst du viele Illusionen sehen. Manche werden dich die Schatten deiner Erinnerung trügen und in die Irre führen. Und was genau hat das zu bedeuten? Ich bin auch nur eine Illusion, Sora. Die Wahrheit ist außerhalb meiner Reichweite.
Sag doch sowas nicht. Das deprimiert mich nur. Nein, Sora, lass dich durch diese Situation nicht vom richtigen Weg abbringen. Alles klar. Sora! Bist du bereit? Ja, ich komme gleich. Na gut, ich muss jetzt los. Weg ist er. Arius? Arius! Was ist mit ihr? Sie ist weg. Ich habe gerade noch mit ihr gesprochen. Aber Arius ist doch schon mit Leon und den anderen mitgegangen. Hä? Du hast eben ganz allein dort gestanden. Wir haben uns schon gewundert, was los ist. So war es verwirrt. Das alles meinte sie. Und die anderen checken es immer noch nicht. Da kann er auch 100-mal noch Selbstgespräche führen. So. Was haben wir denn jetzt hier zur Auswahl? Wir könnten theoretisch durch diese Tür gehen. Fugium des Siegers. Guck mal kurz, wo es hier oben hingeht. Ah, hier ist ein Speicherpunkt. Das ist schon mal nicht schlecht. Weil ich wollte eh gerade an dieser Stelle den Part beenden. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und hoffe, dass ihr auch im nächsten Part von Kingdom Hearts 2 Remix wieder mit dabei seid. Bis dahin.